Wunderschönen guten Abend. Es geht nach Schweden, liebe Freunde, ins Land von ABBA. Das, was wir jetzt gerade hier auf der Bühne erlebt haben, das war natürlich nicht ABBA, das waren Björn Again, die weltbeste ABBA-Coverband mit dem Siegertitel der vier Schweden von 1974. Heute Abend, da liegt die Entscheidung bei Ihnen, bei den Zuschauern, wer Deutschland beim Grand Prix-Finale am 13. Mai in Stockholm vertreten soll. Und es ist garantiert für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Es wird mit Sicherheit spannend und Sie sollten sich nichts entgehen lassen. Merken Sie sich einfach die Startposition Ihres Favoriten und rufen Sie uns dann an. Ihre Anrufe werden zusammengezählt bei den Freunden von der Telekom. Herzlich willkommen, Stefan Marienfeld und Detlef Gödecke. Jawohl, auch in diesem Jahr wieder mit dabei. So, jetzt wird nicht mehr lange gesprochen. Wir fangen jetzt gleich ganz heiß an mit Erotic. Hallo, Jeanette. Hi, jetzt ist ganz schlecht. Ich bin in Bremen zurzeit. Okay, bis dann. Tschüss. Apropos Bremen. Ein Glücksbringer von meiner Familie. Nervennahrung. Was ich auch gemacht habe, das hier. Ich bin anderthalb Jahre auf der Straße unterwegs gewesen. Ich habe nämlich die LKW-Prüfung. Stäbchen erinnern mich eindeutig an Japan. Mit Erotic war ich nämlich auf Tour in Japan und das war wirklich ein Erlebnis. Was habe ich denn noch? An das hier glaube ich. Mein Schatzi. Und was zur Liebe gehört, ist natürlich Erotic. Oh, die Haare muss ich auch noch machen. Erotic. Bisher kannten wir sie mit Hits wie Max, Don't Have Sex With Your Ex oder Help Me Dr. Dick oder Fritz Love My Tits. Heute bleiben sie aber ganz anständig mit Queen of Light auf der Startposition 1, Erotic. Thank you.
Erotic mit der Startposition 1. Das Thema nach der Erotik ist jetzt das Geld. Jetzt kommt jemand, der hat so viel Geld im Lotto gewonnen, dass er für Geld eigentlich gar nicht mehr singen muss. Sie ahnen, wer jetzt kommt. Lotto King Karl und die Barmbek Dream Boys. King Karl hat nicht nur viel Kohle, er hat auch ein großes Herz. Deshalb hat er vor einiger Zeit eine Tour der Gruppe Roh gesponsert. Und das müssen die Jungs jetzt wohl bei ihm abarbeiten. Hier sind Lotto King Karl und die Barmbek Dream Boys Fischering Roh. Ja. Also, mein Name ist Lotto King Karl, ich sag mal Moin in die Runde und das sind hier drei meiner fünf Mitstreiter, nämlich? Ich bin Purple, Gitarrist von Roh und darf bei Lotto mitmachen. Mike, Trommler von Roh und ich darf auch mitmachen. Frankie, Bassist, Barmbek Dream Boys, genau. Lotto Support. Ich hab hier eine Elk-Kalb, ein Stofftier, wegen Schweden, ne? Klar, Auge, was hast du? Ich hab Old Gold und seitdem ich Old Gold trinke, weiß ich, ich muss nach Stockholm irgendwie, ja, ein Vorrat ist. Sehr richtig, das ja. Das ist eine leckere Elchwurst, die gebe ich nachher Frankie. Jo, und dazu gibt's Knäckebröt oder wie man das in Schweden nennt, gell? Ja, Bröt. Bröt ist gut. Deswegen, wir müssen irgendwie nach Schweden fahren, weil wir das deutsche Lied gut vertreten, ne? Pape, wir vertreten das deutsche Lied, wie meinst du das denn? Ja, ich meine, das ist ein Lied auf Deutsch und das ist gut. Ja, das stimmt wiederum. Ja, wir vertreten das deutsche Lied gut, richtig. Dann würde ich sagen, winken wir eine Runde, rufst ruhig an gleich. Nicht den Mod anrufen, nicht den Punk, sondern den Ted anrufen. Nicht Ted. Herald, sondern den anderen, ne? Alles klar. Tschüssinger. Ich hoffe, dass es in Stereo und in Farbe gesendet wird. Da würde ich mich tierisch freuen. Wirklich, hoffe ich wirklich. Lotto King Karl und die Barmbek Dream Boys Fischering Roh heben jetzt musikalisch ab mit Fliegen. Das ist die Fliegen, das ist die Fliegen, das ist die Fliegen, das ist die Fliegen. Das ist die Fliegen, dich einfach zu lieben, ich spür dich vermissen, dich einfach zu küssen. Fühl, dass du da bist, auch wenn du weit weg bist, der Himmel ist nah. Wir haben schon so viel gelacht. Mit dir brauch ich nichts machen, was ich nicht mag. Lass mich frei wie ein Vogel sein, doch gibst du mir Sicherheit. Mit dir würde ich laufen, wär der Weg noch so weit. Das ist wie Fliegen, dich einfach zu lieben. Ich spür dich vermissen, dich einfach zu küssen. Fühl, dass du da bist, auch wenn du weit weg bist. Der Himmel ist nah, und mir wird klar. Das ist wie Fliegen, das ist wie Fliegen. Du bist die Frau, die auf mich zählt. Nur eine Frage hast du mir nie gestellt. Du bist die Luft, die ich atmen kann. Hältst meinen Kurs, bist mein Steuermann. Wenn es uns gefällt, was kostet uns dann die Welt? Das ist wie Fliegen, dich einfach zu lieben. Ich spür dich vermissen, dich einfach zu küssen. Fühl, dass du da bist, auch wenn du weit weg bist. Der Himmel ist nah, und mir wird klar. Das ist wie Fliegen. Dich einfach zu lieben, ich will dich vermissen, dich einfach zu küssen. Fühl, dass du da bist, auch wenn du weit weg bist. Der Himmel ist nah, und mir wird klar. Das ist die Fliegen. Dankeschön!
Lotto King Karl und die Barmbek Green Boys Fischering Roh auf der Startposition 2. Ob diese jungen Männer beim Grand Prix internationale Karriere machen, wir werden es sehen. Übrigens, es gab eine ganze Menge junger Männer, die mit dem Grand Prix groß rausgekommen sind. Johnny Logan, Julio Iglesias, Rudy Carrell, ja sogar der. Außerdem noch Karel Gott und Udo Jürgens. In diese Reihe möchte sich auch der jüngste Teilnehmer im Wettbewerb einfügen. Er ist ein junger Kölner und er glaubt an den deutschen Schlager, Marcel. Ich bin der Marcel, bin 21 und mache Musik, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Wenn ich in meinen vier Wänden sitze, gibt es Tage, da höre ich stundenlang Musik. Die sieben Auf jeden Fall ist es für mich am schönsten, meine Gefühle in der Musik mit einzubringen. Und daher liebe ich die Musik über alles. Liebe und Zärtlichkeit. Als kleiner Junge habe ich auf der Hohe Straße in Köln mit meinem Cousin, der die Gitarre gespielt hat, Beatles-Lieder gesungen. Und irgendwann haben das meine Eltern dann gesehen, die haben mich dann halt privat gefördert. I am sailing stormy waters. Also für mich ist es schon ein schönes Gefühl zu wissen, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Und wenn die Gitarre erklingt. Bremen ist für mich eine Riesenchance. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, meine Eltern auch. Wünscht mir Glück. Marcel stand schon mit 13 Jahren auf der Bühne, damals gemeinsam mit Stefan Raab. Heute tritt er gegen ihn an. Adios, hier ist Marcel. Adios. Hörst du die Stimme der Sehnsucht? Ho, ho, ja, ho, ja, ho. Wenn meine Hand deine Hand sucht, ho, ho, ja, ho, ja, ho. Hab nur einer vertraut, hab so viel drauf gebaut, nur mit so schwer, selbst der Wein schmeckt nicht mehr. Warum hast du es mir nicht gesagt? Der Schmerz jemals wieder vergehen?
Adios, Marcel mit Leib und Seele auf der Startposition 3. Natürlich live gesungen, wie jeder Beitrag hier im Wettbewerb. Aber der deutsche Schlager ist nicht das einzige Angebot für den Grand Prix. Auch andere Musikrichtungen sind im Rennen, wie Latin, Pop und Disco. Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, haben die Qual der Wahl. Sie müssen entscheiden, welcher Titel wohl am erfolgreichsten sein könnte beim Finale in Stockholm. Tja, und um Ihnen die Wahl noch schwieriger zu machen, hier sind jetzt Claudia Kane und Motherbone aus München. Ja, also weißt du, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie spät das ist? Ja, so. Kann das gut schauen. Na, die kommen. Also einer geht schon noch. Hey, ich hab alles angefangen im Schwabinger Podium. Jetzt fahren wir nach Bremen. Seid ihr nicht aufgeregt? Ich bin sehr nervös, weil es mein erster Grand Prix ist. Und beim ersten Mal bin ich immer nervös. Oh, Holger. Oh, Tündl. Also ich finde super, dass wir als Rock'n'Roll-Band beim Grand Prix mitmachen. Absolut. Weil dabei sein ist eigentlich alles. Dabei sein. Und vor allem, weil man den Grand Prix jetzt einfach mal aufbrechen kann und einfach sagt, okay, das war früher immer die reine Tralala-Schlagerabteilung und jetzt wird es einfach mal ein bisschen moderner. Man sieht einfach, was hier in Deutschland so passiert. It's only rock and roll, but we like it. Also das ist jetzt wirklich der letzte. Auf Bremen. Auf Bremen. Auf Bremen. So, jetzt rock'n'rollen. Deutschland, willkommen. Sie sangen bereits sehr erfolgreich die Titelmelodie zur Fernsehserie Die Rote Meile. Heute ist sie hier beim Grand Prix mit der großen Freiheit. Free, Claudia Kane and Motherbone. This my life is resistance. People say that I'm mad. And I keep on waiting. Always keep things sane. I feel the breeze going through my hair. And I ride like the wind, like the wind. I am free, I am free. Let the wind blow through my hair. I am free, I am
Tja, Rod Stewart ist abgemeldet. Claudia Kane and Motherbone auf der Startposition 4. 11 Titel stehen Ihnen heute zur Wahl. Das heißt, 7 Künstler warten noch hinter den Kulissen auf Ihren Auftritt. Und wenn Sie mögen, dann können Sie auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Im Internet nämlich bei T-Online. Da sehen Sie dann, wie Ihre Favoriten sich auf den Auftritt vorbereiten und wie Sie nachher dem Ergebnis entgegenfiebern. Übrigens, auch der NDR informiert Sie natürlich im Internet über den Grand Prix und das noch bis zum 13. Mai, bis zum Finale in Stockholm. Und genau dort will auch ein junger Mann hin, der den schönen Namen trägt, David Kisitu. Willkommen bei Astell, mein Name ist David Kisitu. Einen schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Der Name? Ja, das bin ich. Und so sehe ich aus. Denn für einen guten, jecken, kölschen Jungen gehört es sich, dass er Black Fuzz hat. Und die habe ich. Das liegt daran, dass meine Eltern aus Uganda kommen und mich im schönen Rheinland zur Welt gebracht haben. Mein Lebenstraum ist es, von der Musik leben zu können. Aber wie das nun mal so im Leben ist, muss man etwas Solides lernen. Und ich habe den Beruf des Versicherungskaufmanns gelernt. Wie der kölsche Junge sagt, entweder es klappt oder es klappt zusammen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, beides geht nicht. Das Büro auf der einen Seite und die Musik auf der anderen. Ich habe mich von meinem eigentlichen Ziel entfernt. Ich wollte Musik machen. Ich musste mich neu entscheiden. Und ich habe mich entschieden. Für die Musik. Endlich bin ich da. Das ist David Kisitu und er nennt sich Autodidakt aus Leidenschaft in Sachen Musik. Er singt jetzt exklusiv für die Mädels unter uns. Du musst kein Model sein. Wer denkt schon gern an seine dunkelsten Tage? Nur einer, der nicht weiß, dass alles vergeht. Hör auf zu jammern, stell dir einfach die Frage: Warum soll ich trauen, wenn es auch anders geht? Wow, weg ist der Kummer, der nur hinderlich ist. Entdecke für dich neu, wie schön du bist. Und die Welt wird erkennen, dass in dir etwas brennt. Vielleicht ist das der Zustand, den man lieben nennt. Du musst kein Model sein, um dir zu gefallen. Oh, dein süßes Wesen finde ich echt zum Verknallen. Und du weißt es, ich fühle es ganz klar. Mit dir an meiner Seite werden Träume wahr. Jetzt alle! Das sage. Oh nein, ich glaube nicht, dass ich mich da täusch. Du bist die Beste für mich, gar keine Frage. Und wenn ich dein Pastor wär, dann blieb ich nicht keusch. Es ist ein Wunder, was dein Lächeln bewirkt. Mit welcher Leichtigkeit es mich umwirft. Du hast gar keine Ahnung, wie schön du
Du musst kein Model sein, aber es schadet auch nichts. David Kisitu auf der Startnummer 5. Jetzt kommt eine junge Frau, die von sich sagt, sie will Weltstar werden. Es gab schon einmal eine Künstlerin, die das von sich gesagt hat, vor einem Grand Prix-Auftritt, Céline Dion, und bei der hat es auch geklappt. Bei der Sängerin, die jetzt kommt, hat es im letzten Jahr noch nicht so geklappt. Zwar hat sie hier auf der Bühne gestanden und auch gewonnen. Doch dann musste sie disqualifiziert werden, weil ihr Komponist das Lied zu früh veröffentlicht hatte. Dennoch, sie ließ sich nicht entmutigen und heute ist sie wieder hier, Corinna May. Ich liebe Bremen. Da fühle ich mich richtig zu Hause. Ich muss mich wirklich bei allen Bremern bedanken, die mich so unterstützt haben im letzten Jahr. Es war der schönste Tag meines Lebens. Die Leute haben alle geschrien, Corinna May, Corinna May. Das war ein Wahnsinnsgefühl. Das war einfach toll. Letztes Jahr habe ich es ja im Endeffekt geschafft. Es ist da was zwischengekommen, aber ich habe es geschafft. Und deswegen stehe ich hier dieses Jahr und ja, tu es einfach nochmal. Ich mach's nochmal. Ich traue mich nochmal. Als ich das Lied gehört habe, und es war so wunderschön, es ist ein richtig gefühlvolles Stück mit Gospel-Elementen und es ist einfach auf meine Stimme zugeschnitten. Als ich dieses Stück gehört habe, habe ich gedacht, dieses Jahr wird es klappen. Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Ist das immer Corinna May hat dieses Jahr für sich ein Lied von Ralf Siegel ausgewählt. Es ist garantiert neu komponiert und garantiert nicht zu früh veröffentlicht worden. Es ist ein wunderschönes, ruhiges Lied. Es heißt, ich glaube an Gott. I believe in God.
Das war Corinna May auf der Startposition 6. Zum zweiten Mal übrigens in den Wettbewerb eingebracht von ihrer treuen Plattenfirma Polydor. Übrigens, hinter jedem Titel steht eine maßgebliche Plattenfirma. Und wer zu diesem maßgeblichen Kreis gehört, das wurde vorher in enger Abstimmung mit der Deutschen Phonoakademie festgelegt. Die Plattenfirma Mercury erfreut uns jetzt mit einem großartig ungewöhnlichen Titel aus Berlin-Köpenick. Und jetzt das Lied. Die Herren aus Berlin-Köpenick heißen Knorr-Carter. Und Knorr-Carter haben sich für den heutigen Abend etwas sehr Anspruchsvolles ausgedacht. Sie wollen uns nämlich darauf hinweisen, was mit einem Menschen passieren kann, wenn er genmanipuliertes Schweinefleisch verzehrt. Darum trägt ihr Lied auch den Titel Ich wär zum Schwein. Schweinebraten ganz alleine aufgegessen hatte, wollte ich doch noch nicht wissen, dass die Informationen mit der Nahrung aufgenommen unter äußerst günstigen Umständen sich mit den körpereigenen kompatiblen Chromosomen zu vollkommen neuartigen genetischen Kombinationen verbinden können. Ich werde zum Schwein. Ich werd zum Schwein. Ich werd zum Schwein. Ich werd zum Schwein. Anfangs hab ich zugegeben, noch nichts davon mitbekommen. Hab nur etwas zugenommen, das kann ja wohl mal vorkommen. Meine Beine begannen mit der Zeit kürzer zu werden und aus meinen Haaren wurden ganz allmählich harte Borsten. Meine intellektuellen, dichterischen Fähigkeiten ließen auch langsam zu wünschen übrig, das muss ich wohl akzeptieren. Dieses Lied ist zugegeben, nicht gerade sehr gut gelungen, doch dafür enden alle Zeilen. Ich werd zum Schwein, ich werd zum Schwein, ich werd zum Schwein, ich werd zum Schwein.
Das war doch irgendwie Knorke. Wer dafür ist, dass Knorkator Deutschland beim internationalen Finale in Stockholm vertreten, der notiere sich die Startposition 7. Und ich bin sicher, dass der deutsche Beitrag dann in Stockholm auffallen würde und wir unsere angeheiderten Freunde in Österreich zur Verzweiflung treiben könnten. Jetzt kommt eine junge Band aus Hamburg auf der Startposition 8. Kind of Blue. Schön sauber hier. Seid ihr fertig, Jungs? Ja. Okay, wo ist der Knopf? Wir sind Kind of Blue. Es gibt uns seit 5 Jahren. Vor den Toren Hamburg sind wir aufgewachsen und in Schwarzenberg hatten wir auch unseren ersten Auftritt. Seitdem tun wir mit unserer Liveband durch die Clubs. Das ist Lars, unser Bassist. Good Vibrations. Und das ist Frank, der ruhige Pol. Bernd, immer wieder ein bisschen Kind of Blue. Ja, und ich bin Katrin. Unser Name Kind of Blue beschreibt die Stimmung, die auch unsere Lieder durchfließt. Melancholie mit viel Hoffnung. Härtlinger, Helsinger, Tilsterkoi. Okay, wir sind dran. Kind of Blue haben für den heutigen Abend ebenfalls einen wirklich wunderschönen Titel vorbereitet, der zu ihrem Namen passt. Bitter Blue. Und ich bin überzeugt davon, dass die 4 Musiker jetzt ganz besonderes Herzklopfen haben, denn es ist das erste Mal, dass sie im Fernsehen auftreten. Also drücken wir ihnen gemeinsam ganz fest die Daumen. Hier sind Kind of Blue. Schauen Sie zu. You're the sea. Waves are coming over me. Cars are crashing, no one stops. My life's a rainbow, but not on top. And while I'm walking right on through,
Das waren Kind of Blue mit Bitter Blue auf der Startposition 8. Den nächsten Titel, den hat der ein oder andere selbsternannte Experte schon im Vorfeld zum Favoriten gekürt. Aber die Entscheidung darüber, wer für Deutschland nach Stockholm fährt, die treffen Sie, liebe Zuschauer, hier in der ARD im ersten deutschen Fernsehen heute Abend. Darum sehen und hören Sie selbst Stefan Raab. Hallöchen, liebe Sportsfreunde. Eigentlich wollte ich ja mit diesem Lied antreten hier. Ich spiel's mal kurz. Der Karl, der Moik, 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 der kifft das schärfste Zeug, Zeug, Zeug. Und da hab ich mir gedacht, nein, damit versperre ich mir die Türen zum Musikantenstadel auf ewig. Und dann habe ich diese Frau im Park getroffen. Die hatte so einen kleinen Hund dabei und der hatte was im Mund. Und sie wusste nicht genau, was es war. Und sie beugte sich zu ihrem Hund runter und sagte, ja, weil da hatte du da. Da hab ich gedacht, aha, diese Frage muss philosophisch erläutert werden. Und jetzt fragen mich viele Leute, wo ist denn da die Botschaft, weil da hatte du da. Die Botschaft liegt im Text. Ich fasse mal kurz zusammen. Hat er denn da was? Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt? Oder hat er da was hart? Hat er da was, was sonst keiner hat? Oder hat er da was da? Hat er da was da? Hat er da was da? Hat er nur mal da? Aber war ja gar nicht klar, dass das da war. Was hat war, das war unklar. Und darum sagen wir doch mal bitte, was hat er da da? Aha, was hat er da da? Was da da? Hat er die schon vor einem Jahr? Nee, das war wieder das oder das da. Wie das was war? Ich dachte, das war. Was hat da war? Das ist noch immer nicht klar. Und ob das matt, platt, glatt, satt oder was auch immer war, das was war. Und wenn was da war, bitte, 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 sag mal das doch mal. So, ich glaub's, ich kann's, es kann losgehen. Stefan Raab war bereits vor 2 Jahren beim Grand Prix mit dabei. Damals komponierte er das Lied für Gildo und gemeinsam holten sie für Deutschland einen überraschenden und guten 7. Platz. Heute aber, da will er selber ran. Ladies and Gentlemen, please put your patchy hands together for the sensational Super Sack of German Television, Stefan Raab! Mein Gott, es gibt ihn wirklich! Ja! Er ging nach Amerika und sagte, wenn ich es dort schaffe, komme ich nie mehr nach Deutschland zurück. Und heute Abend ist er wieder hier. Ja! Bade, hade, dude, da. 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 Denn da war und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was hat er da? Hat er da was, was sonst keiner hat? Oder hat er da noch das, das, was er da hat? Das, was er da da hat, das hat er nun mal da. Aber war ja gar nicht klar, dass das da war. Und was das war, das war unklar. Und darum sag mal doch mal, wer war da, hat er da? I am so cute. Du du da, warte, hatte du da, warte, hatte du da, warte, hatte du da, warte, hatte du da, aha, warte, hatte du da, warte, du da, da, hatte ich schon vor einem Jahr, nee, nee, das war weder da, da oder da, da, wie da, da, was war, ich sag nicht, da, 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 war, da, da, war, das ist noch immer nicht klar, und noch mal klar, klar, sagt, oder war doch immer war, das hat was war, und wenn was da war, bitte, 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 sag doch, warte, hatte du da. Du da da, warte, hatte du da, warte, hatte du da, warte, hatte du da, warte, hatte du da. Dankeschön.
Das war Stefan Raab auf der Startposition 9 mit Wada Hade Dudeda. Und ich finde, darüber hat es sich schon jetzt der gesamtdeutschen Knallerbsenstrauch verdient. Wenn nicht noch mehr. Denn jetzt wird Stefan Raab noch herausgefordert von einer Band, die heißt Goldrausch. Sie sind zwar bislang noch nicht so wahnsinnig bekannt, aber sie sagen, wir schlagen Stefan Raab. Und darum heißt ihr Titel auch wohl Alles wird gut. Ach, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen bei Goldrausch im Proberaum. Tja, hinter jeder erfolgreichen Band steht auch immer ein starker Proberaum. Und dieser wird verdammt gut, weil wir werden schließlich auch Stefan Raab schlagen. Ja, alles wird gut. Das ist unser Motto für den Proberaum und natürlich auch für Bremen. Oder, Jungs? Hast du gesagt? Ja. Sicher. Ja, so, jetzt müssen wir euch auch schon leider wieder rausschmeißen, weil wir wollen noch pünktlich bis Bremen fertig werden, ne? Und wenn ihr uns sonst irgendwann noch mal sehen wollt, dann kommt einfach zu unseren Live-Konzerten, okay? Und tschüss. Der vorletzte Titel kommt jetzt von Goldrausch und sie werden natürlich wie alle anderen Teilnehmer im Wettbewerb auch live singen. Alles wird gut. Und mir wird schlecht, ist meine innere Stimme, die sich an mir rächt. Lass dich nicht auf sie ein, denn sie wird dein Albtraum sein. Ich habe schon häufiger zusammen gesehen, hab ich selber belogen, um mich durchzudrehen. Mit verschlossenen Augen an einem Traum zu bleiben. An deinen Worten bestimmt, wie an der Heiligen Schrift, wie ein Traum, in dem ich Kind ohne Gegengift. Alles wird gut, alles wird gut, es geht schon irgendwie weiter. Was sagst du zu mir gesagt, das hast du noch gesagt. Ich nehme es im Kopf, jetzt ist mir alles egal. Bitte sag es nur noch einmal. Hab meinen Stolz an deinen Lippen genäht, es war sein Gnadenbrot. Hab meinen Zweifel zum Glauben bekehrt, mir nur ein Gebot. Alles wird gut. Startnummer 10 hat Goldrausch mit Alles wird gut.
Jetzt kommen wir zum letzten Titel des Wettbewerbs, der uns daran erinnert, dass der Grand Prix nicht nur der größte Wettbewerb Europas ist, sondern auch die größte Party des Jahres. Daher erwarten wir nun erstmals beim Grand Prix den King des Disco Foxes. The King of Disco Fox. Fancy. Bobenhausen, der kleinste Wallfahrtsort Deutschlands. Hier ziehe ich mich gerne zurück zum Entspannen. Hallo, ihr seid ja da. Herzlich willkommen. Mein Name ist Tess, vielleicht eher bekannt als Fancy. Bitte kommt doch rein. Wenn ich hierher komme, vergesse ich meinen Alltag. Trubel, Glitzerwelt und die Hektik. Das hier ist für mich die Gegenwelt. Das ist die Ziegenrasselbande hier. Hera, Vera und Zeus. Aber das sind nur Künstlernamen. In Wirklichkeit heißen die Lieselotte und Fritz. Es gibt da eine Weisheit, die passt genau hierher, finde ich. Wenn du Schönes in dir fühlst, wird Schönes dich umgeben. Und wenn du an das Gute glaubst, wirst du ihm auch begegnen. Eben noch zu Hause und jetzt auf dem Weg zur Showbühne. Der letzte Titel hier in Bremen. Fancy mit seinen Buben vom Rande der Alpen. We can move a mountain. Das war Fancy mit der Startposition 11. Jetzt haben Sie die Wahl, liebe Zuschauer, zwischen allen 11 Titeln,
die wir Ihnen heute vorgestellt haben. Gleich können Sie abstimmen. Wir zeigen Ihnen aber vorher noch einmal alle Titel in umgekehrter Reihenfolge. Bitte legen Sie sich Papier und Bleistift zurecht und notieren Sie sich die Startposition Ihres Favoriten. Diese zweistellige Ziffer wird dann einfach an die Telefonnummer angehängt, die wir Ihnen gleich noch bekannt geben. Und dann können Sie per Telefon von zu Hause aus abstimmen, wer für Deutschland beim Finale in Stockholm dabei sein soll. Doch hier erstmal der Schnelldurchlauf. Das war der Schnelldurchlauf und jetzt wird's auch ernst. Stefan, verrate uns die Telefonnummer, die man heute anrufen muss. Die T-Vote-Call-Rufnummer des heutigen Abends lautet 0137 10 654, gefolgt von der Startnummer Ihres Favoriten. Das ist also unsere Nummer und die wird ergänzt durch die Startposition des Favoriten. Wie funktioniert das Ganze dann? Wird das dann hier bei uns zusammengezählt, Detlef? Gezählt wird an 47 Zähleinrichtungen in ganz Deutschland. Die sind verbunden mit einem Großregion Hamburg. Mit denen sind wir hier online verbunden und können den Sieger heute ermitteln. So, jetzt wird's ernst. Stefan, leg los. Starte den T-Vote-Call. Ich starte den T-Vote-Call. Bei uns ist alles auf grün. Das, meine Damen und Herren, ist der große Moment. Es ist soweit. Der Countdown Grand Prix Eurovision 2000 ist eröffnet. Es gibt aber noch etwas Besonderes heute Abend. Nicht nur einer unserer Preten kann gewinnen. Nämlich, was haben wir noch? In unserem System wird heute Abend ein Gewinner per Zufallsgenerator in diese wunderbare Kulisse geschaltet.
Aber das ist nicht der Hauptgewinn, sondern zu gewinnen gibt es natürlich ein Wochenende in Stockholm. Die TUI spendiert unserem Gewinner einen Flug am 12. Mai von ihrem nächstgelegenen Flughafen aus. Sie wohnen im Fünf-Sterne-Hotel Sergel Plaza, haben für den 13. Mai natürlich zwei Eintrittskarten für das Grand Prix-Finale und fliegen am 15. Mai zurück. Das muss man noch sagen, ganz egal für wen Sie abstimmen. Alle Anrufer haben die gleiche Chance, die Reise nach Stockholm zu gewinnen. So, und hier noch einmal die Übersicht aller Interpreten mit ihren Telefonnummern. Erotic 0137 1065401. Lotto King Karl und die Barmbek Dream Boys Frischering Roh 0137 1065402. Marcel 0137 1065403. Claudia Kane and Motherbone 0137 1065404. David Kissitu 0137 1065405. Corinna May 0137 1065406. Knorr Kator 0137 1065407. Kind of Blue 0137 1065 und die 08. Stefan Raab 0137 1065409. Goldrausch 0137 1065410. Fancy 0137 1065411. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer zu Hause, während Sie nun eifrig telefonieren und Ihren Favoriten wählen für das Finale in Stockholm, wollen wir hier auf der Bühne erinnern an den wohl größten Knaller des Grand Prix, an die Gruppe ABBA. ABBA selbst werden wohl nie wieder live auf der Bühne auftreten. Sie haben gerade vor einiger Zeit ein wirklich exorbitantes Angebot über $1 Milliarde einfach so abgelehnt. Aber wer auf ABBA nicht verzichten will, der kann einen ganz heißen Tipp von Benny Andersson befolgen. Der empfiehlt nämlich die Gruppe Björn Again. Hier sind sie jetzt noch einmal und sie singen wieder live. Hier sind sie mit Dancing Queen. Yeah.
Dancing Queen mit Dawn Again, die wir hoffentlich bald auch mal in Deutschland auf Tournee erleben können. Stefan, kannst du uns schon einen Zwischenstand geben? Wie viele Zuschauer haben denn mittlerweile angerufen? Also es ist eine enorme Beteiligung. Es zeichnet sich eine sehr, sehr enorme Beteiligung ab. Ich habe jetzt zurzeit 248.000 Anrufe gezählt. Das ist enorm. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Erinnerst du noch, was die Bestzahl war an Anrufern, die wir mal hatten? Die Bestzahl waren knapp 700.000. Ja, also der TED läuft noch. Wir könnten heute auf einen neuen Rekord in der deutschen Grand Prix-Geschichte zusteuern. Apropos deutsche Grand Prix-Geschichte und internationale Grand Prix-Geschichte. Es gibt jetzt ein wunderbares Geschichtsbuch zum Grand Prix. Es heißt Merci Jury, geschrieben von Jan Feddersen. Und das ist ein Buch, das ist nicht nur für Fans gedacht, sondern ist ein wunderbares Geschenk eigentlich für jeden, der sich für den Grand Prix interessiert. Ein herrlicher Schmöker mit zahlreichen Anekdoten und Schmonzetten darin, warum Cliff Richard zum Beispiel nicht gewonnen hat, warum es Mary Rose so gut gefallen hat und warum Dieter Bohlen eigentlich beim Grand Prix so erfolglos war. Merci Jury, das möchte ich euch schenken. Ein Buch aus den Zeiten, als es den T-Vote Call noch nicht gab und wir noch die Jurys hatten. Der Grand Prix ist eine ständige Geschichte von Sieg und Niederlage. Und wie es halt so ist, jedes Jahr kann nur einer gewinnen. The winner takes it all. Das wussten ja auch schon ABBA. Der neue Klassikstar aus Sizilien, Filippa Giordano, ist ein Fan dieses Songs, könnte man vielleicht sagen. Sie mag diesen Song unheimlich gerne. Und nun raten Sie, wer heute da ist. Filippa Giordano ist heute hier. Übrigens eine Sängerin, die von Anna Frieda von ABBA sehr geschätzt wird. Der Klassikstar aus Sizilien ist heute hier mit einem ABBA-Klassiker. Und den gibt's natürlich klassisch. Filippa Giordano mit The Winner Takes It All.
Philippa Giordano. Thank you. Eine großartige Stimme und ein bisschen Werbung muss hier gestattet sein. Seit wenigen Wochen ist ihre erste CD im Handel. Leider noch nicht mit diesem Song, aber ich bin sicher, das wird auch bald kommen. Bei uns ist jetzt der Kollege Uwe Hübner. Uwe, man kennt dich vor allen Dingen aus der ZDF-Hitparade, aber heute bist du in ganz anderer Funktion hier. Du bist nämlich hinter den Kulissen tätig, nicht fürs Fernsehen, sondern viel globaler, fürs World Wide Web. Man kann dich im Internet bewundern. Und das macht Riesenspaß. Aber erstmal, entschuldige Axel, ein Riesenkompliment auch an dieses Publikum, das Leistung wirklich gutieren kann, ob so oder so. Wir sind von Tier Online im Internetfernsehen. Und erklär uns kurz, was er da macht eigentlich. Wir haben Berichte gemacht, Backstage. Wir haben gezeigt, wie die Künstler kurz vor auf die Bühne gegangen sind. Wir haben sie vorher ein bisschen porträtiert. Wir haben auch gezeigt, wie schwer es ist, vielleicht, wenn man von der Bühne runterkommt. Ich habe festgestellt, dass dieses Internetfernsehen, wie wir es nennen, eine gute Ergänzung sein kann. Denn wir haben einige menschliche Beispiele zeigen können, die vielleicht hier in 3 Minuten auf der Bühne gar nicht so rüberkommen. Klar. Und glaubt mir, Stefan Raab hat gezittert, Corinna war überglücklich, als sie fertig war. All das war bei Tier Online zu sehen. Was sehr lustig ist, man kann ja bei euch im Internet auch wetten. Ja. Kannst du darüber ein bisschen was verraten, ohne vielleicht zu viel zu verraten? Ich glaube, sonst lünt mir das Publikum, wenn ich hier zu viel sage. Aber es ist wirklich in der Tat durch einige Beispiele, die wir gegeben haben, dass man den Menschen zeigen kann, auch zu einer völligen Stimmungsänderung gekommen. Und wir werden natürlich dabei bleiben. Du merkst schon, wir sind gar nicht gefragt, wir zwei. Wir werden dabei bleiben bei Tier Online bis 22 Uhr und werden zeigen, wie Bremen feiern kann auf jeden Wunderbar. Fall. Wunderbar. Darf ich eine Sache noch sagen? Bei dieser Stimmung, ganz ehrlich, ich finde es ganz, ganz toll, dass es dem NDR, dass es dir und all die Beteiligten gelungen ist, in diese angestaubten Kanäle einer Musiklandschaft eine so gigantische Show hineinzubringen. Euch Gratulation zu so viel kreativer Booste. Das Lob Wirklich. Aus deinem Mund ist besonders wertvoll. Uwe, vielen Gerne. Dank und viel Spaß noch im World Wide Web. Danke. Tschüss. So, Stefan, wie sieht's aus? Können wir einen neuen Zwischenstand vermelden? Wie viele Anrufe haben wir? Wir haben einen Wahnsinns-Zwischenstand. Es hat sich abgezeichnet. 1,3 Millionen Anrufer bisher. 1,3 Millionen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und man kann noch anrufen. Der Gewinner der Reise heute Abend nicht ermittelt. Der Gewinner der Reise ist noch nicht ermittelt. Ich kann dich kaum hier verstehen. Oder was hast du gesagt? Der Gewinner ist noch nicht ermittelt. Rufen Sie weiter an. Also rufen Sie weiter an. Sie haben noch Chancen zu gewinnen und Sie können weiterhin Ihren Favoriten für Stockholm bestimmen. Einer kann nur nach Stockholm. Das ist leider so. Dennoch haben alle Teilnehmer sicherlich ihr Bestes gegeben. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, der Saal tobt, weil die im Moment etwas sehen können, was sie vermutlich noch nicht gesehen haben. Alle Teilnehmer, alle Interpreten des heutigen Abends sind hier auf der Bühne. Und für mich kommt jetzt einer der Höhepunkte des heutigen Abends. Es gibt jetzt im Moment mal keine Konkurrenten mehr, sondern alle singen zusammen und sie singen eines zusammen. Danke für die Musik. Thank you for the music. Special, in fact, I'm a bitter boy. If I tell a joke, you probably didn't did it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they are bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music. Says I was a dancer before I could walk. Oh, she said I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how didn't you start? Who fought? Nothing can capture a heart. I can love you.
You know, baby, I'm so lucky. I am the girl with the golden hair. Thank you. I wanna sing it out to everybody. What a joy! What a life! What a chance! So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy. Ich muss ehrlich sagen, wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, komm, wir schicken euch alle hin. Dann haben wir den ganzen Sermon schon so gut wie im Sack. Dann hätten wir schon gewonnen. Aber schade, geht ja irgendwie nicht. Leider kann es nur einer werden. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, jetzt wird es ernst. Die Entscheidung ist gefallen. Unsere Trophäe der Bremer Stadtmusikanten sucht einen neuen Besitzer. Und sie hat auch einen gefunden, denn der Countdown Grand Prix Eurovision ist jetzt beendet. Der TED ist geschlossen. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Ihre Anrufe können jetzt nicht mehr gewertet werden. Detlef, bevor wir jetzt hier sagen, wer gewonnen hat, haben wir denn einen Gewinner für unsere wunderbare Reise nach Stockholm? Den haben wir. Der Gewinner müsste jetzt zugeschaltet werden. So, und eigentlich sollten wir jetzt jemand hören. Hallo, mit wem bin ich verbunden? Hallo? Ja, wer spricht denn da? Hier ist Axel Bulthaupt. Ja, hier ist Nina Pfeiffer. Nina, kann ich du sagen? Na klar, immer doch. Okay, ich bin Axel. Nina, kannst du uns verraten, für wen du getippt hast? Für Corinna May. Für Corinna May. Ja. Hallo? Nina. Ja? Ich meine, es kann ja sein, aber wenn jemand anders in Schweden für Deutschland singen sollte, fährst du dann trotzdem hin? Na klar, kein Gut. Problem. Gut, also wer heute Abend hier gewinnt, der darf Deutschland vertreten und dann drückt ihm die ganze deutsche Fernsehnation die Daumen. Nina, auf alle Fälle kriegst du diese Reise nach Stockholm und du kriegst diese wunderbare CD hier. Da sind ja, alle Titel des heutigen Abends drauf, eine wirklich brisante Mischung. Und die CD heißt natürlich so wie der Abend ja auch, Countdown Grand Prix Eurovision 2000. Du kriegst sie geschenkt in Stockholm, alle anderen Zuschauer müssen sie leider kaufen. So, jetzt erfahren wir, wer für Deutschland nach Schweden fährt. Zunächst erfahren wir aber mal, wer nicht hinfährt. So muss das sein. Die Plätze 4 bis 11, 11 bis 4, die verraten wir nicht. Aber wir wollen Ihnen doch sagen, wer auf den sehr verdienstvollen dritten Platz gekommen ist. Stefan, bitte starte den Drucker. Verrate uns, wer auf Platz 3 gelandet ist heute Abend. Es ist spannend. So. Auf Platz 3, Kind of Blue. So, es geht weiter. Wer ist auf Platz 2, Stefan? Druck ist aus. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen schon mal sagen, der Detlef hat mir einen Zettel hingelegt. Es haben 1,52 Millionen Menschen angerufen. Das ist der größte TED, der größte T-Vote-Call, glaube ich, in der Fernsehgeschichte, kann man sagen. Das ist richtig. Das ist richtig. So, auf Platz Nummer 2. Das ist eine Überraschung. Und also auf Platz Nummer 2 ist... Nee, wir machen das anders. Wir machen das anders. Stefan, gib mir auch mal Platz Nummer 1 raus. Das möchte ich wirklich wissen, wer da ist.
Also, jetzt will ich's wissen. Ich möchte jetzt wirklich nicht in eure Haut stecken. Auf Platz Nummer 2, Corinna May. Und auf Platz Nummer 1 in Stockholm beim Finale am 13. Mai, Stefan Raab. Stefan! Wieder geschafft zum zweiten. Heirate mich! Nicht hier vor allen Leuten. Doch! Das machen wir später. Stefan, herzlichen Glückwunsch. Und du kriegst natürlich diese wunderbare Trophäe. Gildo hat sie schon. Sie wird dir überreicht von Agneta. Stefan! Ja, komm, jetzt hier. Von heiratest du mich? Also wir müssen uns entscheiden, wen du willst. Wir Gluck in Stockholm. Taxomike. Schwedisch schon geübt. Ja, ja. Unser Gewinner, unser Vertreter für Stockholm, Stefan Raab. So. Und zum Schluss dieses wirklich spannenden Abends möchte ich mich vor allen Dingen noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mit Stefan hier in den Ring gestiegen sind, die im Wettbewerb dabei waren, die toll gekämpft haben. Und ich möchte auch was sagen. Ich möchte mich bei allen bedanken, bei denen, die nicht für mich bestimmt haben, bei denen, die für mich gestimmt haben. Es war eine tolle, bunte Veranstaltung. Ich hoffe, die wird nächstes Jahr genauso. Und wenn nicht, dann komme ich wieder. Am Schluss muss er noch mal drohen, aber jetzt erstmal in Stockholm gewinnen. Dann sehen wir weiter. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie zugeschaltet haben, dass Sie so kräftig mit abgestimmt haben. Ich bedanke mich bei Ihnen hier in Bremen, dass Sie da waren. Sie waren und sind ein tolles Publikum. Es hat viel Spaß gemacht. Und jetzt können wir gemeinsam nochmal unser Lied für Stockholm am 13. Mai hören. Hier ist Stefan Raab mit Wada Hade Dude Da. Ladies and Gentlemen, please put your punchy hands together for the sensational super sack of German television, Stefan. Es gibt ihn wirklich, ja, er fährt nach Stockholm und er kommt zurück nach Deutschland mit dem Profi, ja! Wade, hade, dude, da, wade, hade, dude, da, wade, hade, dude, da, wade, hade, dude, da, wade, hade, dude, da. Denn der Bade, wenn ja, was hat er da? Hat er da was Dack oder hat er da was Hada? Hat er da was sonst keiner hat? Oder hat er da auf Dack, das war er da hat? Das war er da hat, das hat er nun mal da. Dabei war ja gar nicht klar, dass das Dack da war. Was hat war, das war unklar. Und darum sagen wir doch mal, wie war der Hade, du nicht da? Bade hade dude da, bade dude da, bade hade 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 dude da, bade I'm so curious, I just wanna know what you
Yay! Yay! Dankeschön. Danke an alle Zuschauer. Es war eine echt geile Veranstaltung. Und ich hoffe, das bleibt auch im nächsten Jahr so. Und ich sage Ihnen,